Schicksalstage einer Kanzlerin. Das WM aus der deutschen Nationalmannschaft und dann droht die Regierung von Angela Merkel auch noch am Streit, um die Flüchtlingsfrage zu zerbrechen, falls nicht doch noch eine europäische Lösung gelingt. Die Europäer sind uneins wie nie. Nur eines wollen sie offensichtlich alle, die Außengrenzen möglichst dicht machen und die Grenzschutzagentur Frontex stärken. 10 Boote mit erschöpften Flüchtlingen werden abgewiesen und müssen auf dem Mittelmeer ausharren. Haben die Europäer ihren Zusammenhalt und ihr Mitgefühl komplett verloren? Festung Europa, wohin mit den Flüchtlingen? Und das sind meine Gäste. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke. Er leitet die Blätter für deutsche und internationale Politik und sagt, wenn Emmanuel Macron derzeit eine Neugründung Europas fordert, übersieht er, dass diese längst im Gange ist, allerdings von Mittelosteuropa aus. Herzlich willkommen, Alan Posener schreibt für die Tageszeitung Die Welt. Er sagt, Flüchtlinge müssen aufgenommen werden, aber wer kein Flüchtling ist, muss zurückgeschickt werden. Zu wenige Menschen ohne Bleibeanspruch werden nach Hause geschickt. Herzlich willkommen, Flaminia Bussotti, freie Autorin und Korrespondentin der Tageszeitung El Messaggero aus Rom. Sie sagt, jenseits der Political Correctness ist heute allen klar, dass kein Land in Europa die Flüchtlinge aufnehmen will und kann. Das klingt so hart, Frau Bussotti. Das traut sich in Deutschland doch niemand zu sagen. Haben Sie das Gefühl, dass das italienische Volk, die Politiker da vielleicht etwas weiter sind? Sie haben diese lange Küstenlinie, wo halt viele Flüchtlinge als Erste ankommen. Ich glaube, man braucht sich einfach nur die Umfragen überall in Europa anzuschauen. Jetzt hat auch das liberale Dänemark einfach so einen viel härteren Kurs eingeschlagen. Und man sieht das auch an den Ergebnissen der Wahlen, ne? Also ausgerechnet in Italien, man sieht es, oder in Deutschland, AfD. Also wahrscheinlich für eine zu lange Zeit hat die Politik die Realität im Lande nicht verstanden. Also in den jeweiligen Ländern. Und da scheint sich das, also wirklich eine Kluft zwischen politischer Klasse und Bevölkerung. Und schon sind wir bei Angela Merkel, Albrecht von Lucke. Muss die Kanzlerin sich inhaltlich bewegen? Sie gilt ja als letzte Bastion der Menschlichkeit. Muss sie auf Richtung der deutschen Stimmung drehen? Sie hat es ja längst getan. Und das ist ja das eigentlich Interessante. Wir haben gegenwärtig einen Streit in Deutschland, der an grotesker Qualität kaum zu überbieten ist. Angela Merkel, die einmal angefangen hat als die Willkommenskanzlerin mit einer Willkommenskultur, dem Versuch, wirklich offene Grenzen, man muss es fast sagen, als solche zu propagieren, auch an den Außengrenzen durchaus offen zu sein, hat längst völlig beigedreht. Sie hat akzeptieren müssen, dass ihre Strategie der Verteilung fundamental gescheitert ist. Sie ist damit aufgelaufen an den Osteuropäern, die ein ganz anderes Modell von Demokratie übrigens auch begreifen. Dort entscheiden Nationalstaaten über die jeweilige Aufnahme von Flüchtlingen, übrigens auch der Frage der Religion. Das hat zu einer fundamentalen Abwehr der Ungarn und der Polen geführt und zu eklatanten Erfolgen der Rechtspopulisten. Das heißt, wir haben es mit einer neuen Phalanx der nationalen Demokraten zu tun, die eine andere Form von, zum Teil, da müssten wir auch drüber reden, von Demokratie zum Teil im Kopf haben. Europäische Mehrheit weit ausgreifend bis eben auch nach Italien. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Angela Merkel längst von dem Prinzip der Verteidigung abgekommen ist und bereits die Idee von Herrn Orban expresses verbis übernommen hat. Sie spricht nur noch von flexibler Solidarität, will heißen, sie selber ist bereit, Formen der Zahlung zu akzeptieren, also Staaten zahlen an andere Staaten, wenn die für sie Flüchtlinge aufnehmen. Und sie ist jetzt, und das wird das große Handeln dieses Gipfels sein, sie ist natürlich genauso gewillt, an den Außengrenzen eine Schließung zu tätigen, allerdings mit einem Restanspruch, der darin besteht, durchaus eine Form gewisser Restaufnahmen, also Teiloffenhaltung und natürlich europäische Absprachen. Das ist die eigentliche Konfliktlinie, während die andere Seite, Sebastian Kurz, der ja in wenigen Tagen den Vorsitz in Europa übernehmen wird, dieser bereits letztlich in Afrika Lager einrichten will und Herr Söder, sein Kompagnon auf deutschem Boden, die Festung Europa als das eigentlich anzustrebende propagiert. Das ist die Kampflinie, die wir neu haben. Alan Posener,
Es ist ja nicht so, dass das Thema in den letzten Jahren nicht da gewesen wäre. Aber die Kanzlerin am Donnerstag heute in ihrer Regierungserklärung hat auch gesagt, die Zahl der Flüchtlinge ist dramatisch gesunken im Vergleich zu 2015. Warum auf einmal diese Hektik? Ein Ultimatum in Deutschland, wenn sie bis zum Wochenende nicht liefert, dann werden die Bayern, ich weiß nicht was, den katalanischen Weg gehen. Und also das ist ja alles eine Dramatik, die kaum nachzuvollziehen ist. Ja, die ist nicht nachzuvollziehen. Es ist eine, ich würde sagen, wir haben es in Deutschland, um mal das zu sagen, also es ist, wir haben keine Flüchtlingskrise. Haben wir nicht. Und zwar seit die Kanzlerin mit Rückendeckung Europas mit Erdogan in der Türkei verhandelt hat, dass diese Route geschlossen wird. Seit die Serben uns die Gefallen haben und die Ungarn uns den Gefallen getan haben, die Balkanroute zu schließen, haben wir keine Flüchtlingskrise mehr. Das, was wir in Deutschland erleben, meines Erachtens, ist eine totale Verantwortungslosigkeit der Elite hier, der politischen Elite. Offensichtlich will niemand regieren. Es begann ja damit faktisch, dass die SPD nicht regieren wollte nach der Wahl. Dann war Christian Lindner von der FDP, der nicht regieren wollte in der Jamaika-Koalition. Jetzt tut Herr Seehofer so, als ob er nicht regieren wollte. Denn jedem ist doch klar, dass eine einseitige deutsche Lösung ja gar nicht funktionieren wird in der Flüchtlingsfrage. Ja, wenn wir Leute an die Grenze zurückweisen, was passiert mit denen? Noch mal ganz kurz zur Erklärung. Die Bayern sind im Wahlkampf. Ja. Die bayerische Regionalpartei CSU, Anführer der neue Ministerpräsident Söder, der Brückenkopf in Berlin, der ehemalige Ministerpräsident und noch Parteivorsitzender aus Seehofer, die haben gesagt, wir werden eigenmächtig Menschen abweisen, auch wenn es nicht mit Frau Merkels Einverständnis passiert. Das wird nicht. Erstens, Sie glauben nicht an Koalitionsbruch, an Seehofer wird rausgeschmissen von Frau Merkel. Nein. Ich meine, Seehofer, das ist so seine Art. Ne? Als die Flüchtlingskrise auf dem Höhepunkt war, sagt er, Obergrenze 200.000, setzt das in Koalitionsvertrag durch, als die tatsächlich Zahl der Ankommenden ungefähr bei 100.000 sind. Und sagt, wozu? Also ist, der Mann ist, ich habe es oft gesagt, der Mann hat so eine große Klappe, aber so einen kleinen Mut, ja, um es mal so auszudrücken. Also, aber die Nervosität der CSU ist schon spürbar. Ja, aber ich meine, tut der Partei ja nicht gut, was er. Nein, das tut niemandem gut. Vor allen Dingen sehen wir, und Sie haben es ja angedeutet, die Rechtspopulisten, die Nationalisten, die Xenophoben, die Fremdenfeindlichen, sie bestimmen eine Debatte in Europa. Und es ist ja nicht so, dass die Regierungen nicht mit dem Volk verbunden wären, sondern es ist so, dass die Rechtspopulisten das hochkochen, obwohl Merkels Spruch, wir schaffen das, sich längst als Wirklichkeit erwiesen hat. Wir schaffen das in Deutschland. Wir schaffen das. Wir kommen ja ganz gut mit zurecht. Ich war gestern in der Willkommensklasse hier in Berlin. Es funktioniert. Ja? Sogar in Berlin. Sogar in Berlin. Ja. Und in Bayern funktioniert es gar. Und es zeigt sich, wenn die etablierten Parteien auf diesen Zug aufspringen, den die Populisten in Bewegung gesetzt haben, dann verlieren sie an die Populisten. Wie Herr Meuthen von der AfD sagte über Seehofer, die Wähler wählen zur Not dann eben das Original. Was wir in Italien erlebt haben. Kleiner Einwand. Hätte es die Migrantenkrise nicht gegeben, dann wäre die AfD nicht, wie liegt sie, also 14% laut Umfrage heute. Also, dass die zwei Phänomene miteinander verbunden sind, das glaube ich schon. Also, das Reservoir der Frustration ist doch in der Bevölkerung, glaube ich. Also, mindestens in Italien ist es so. Ja, aber ich bitte Sie, Frau Bussoni, in Italien, wenn ich frustriert wäre als Italiener, wäre ich frustriert über die unfassbare Bürokratie, die jeder, der versuchte dort... Keine Frage, das ne, sind jeder, Sie auch. Der deswegen, also dort hat, die Regierung ist, also ja, diese Regierung ist nicht... Ich wäre frustriert über das nicht funktionierende Bankensystem. Ich wäre frustriert über eine Produktivität, die seit Jahrzehnten unter dem europäischen Niveau liegt, was dazu führt, dass Keine Italien... Keine Frage, das sind ja alle Gründe, warum einfach also die alte Regierung, oder kann man sagen, die alte Politik abgewählt aber wurde. Aber damit hat man die Flüchtlinge ja nichts zu tun. Und die neue Regierung gewählt worden ist. Also die
vor allem die Wirtschaft, die Bürokratie, und keine Frage. Aber das, also mindestens als gefühlte Geschichte, dass die Bevölkerung eine Unsicherheit, so Angst, kann man richtig von Angst, also es kommt darauf an, auch wo und welche Klassen, sind nicht alle natürlich von den Migranten beteiligt, aber es sind eben die Leute, die am meisten unter Armut, also wir haben 5 Millionen Armen in Italien heute, also da für manche Schichten war das auch ein Grund mindestens, dass die alte Regierung abgewählt wurde. Albrecht von Lucke, erklären Sie mir noch mal ganz kurz mein eigenes Land. Wir sind jetzt gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Wir vollziehen ein bisschen das italienische Gefühl nach. Die dürfen gar nicht erst mitmachen, aber sehr viel weiter sind wir auch nicht gekommen. Ich merke ein gewisses süffisantes Lächeln von dieser Seite. Es gibt durchaus eine Mehrheit in Deutschland für den CSU-Kurs, auf der anderen Seite keine Mehrheit für die Art und Weise. Das heißt, ich sag mal so, auf der Benehmensebene stehen die Deutschen noch hinter Frau Merkel, inhaltlich aber dann vielleicht doch eher auf der italienischen Seite, so jetzt ist mal Schluss mit den Flüchtlingen. Das ist eine ganz komische Gemengelage, oder? So, wie macht man da Politik? Das hat einen, glaube ich, ganz zentralen Grund. Die CSU und auch übrigens Teile der Medien haben seit geraumer Zeit den Eindruck erweckt, als stünden wir fast in einer Situation wie im Jahre 2015. Das war im Jahr 2015 natürlich ein ausgesprochener Ausnahmezustand. Mit ungemeinen rechtlichen Implikationen, rechtlichen Problemen. Wir erleben das ja durchaus im Nachfolge von 2015. Die Probleme mit dem BAMF, die Frage, welche Entscheide wurden gefällt, wie wurde letztlich Geschwindigkeit als primäre Kategorie in den Raum gesetzt, die Gründlichkeit fiel dahinter zurück. Also wir haben auch echte Rechtsstaatsprobleme. Wir haben Probleme bekommen in der Bearbeitung einer Zahl von 1 Million Flüchtlingen. Das ist eine enorme, nach wie vor eine große Herausforderung. Aber dieser Zustand ist in der Tat nicht mehr der gegenwärtige. Wir haben die Zahl von 200.000, die die CSU noch vor wenigen Wochen gefeiert hat, als ihren Erfolg bei den Koalitionsverhandlungen. Wir haben sie weit unterlaufen. Und jetzt wird, und das macht die Schärfe der Debatte aus, seitens der CSU, die in der Tat, und das müssen wir immer im Kopf haben, in wenigen Monaten ihre Landtagswahl zu schlagen hat, der Eindruck erweckt, als wäre das, was Herr Seehofer vor 3 Jahren als die Herrschaft des Unrechts bezeichnet hat, also ein Zustand völliger Haltlosigkeit in Deutschland, völliger offener Grenzen, als wäre seitdem nichts geschehen. Herr Posen hat es angesprochen, als gäbe es keinen Türkei-Deal, als hätte es keine Vereinbarung gegeben, als wären nicht erhebliche Schlupflöcher längst mit aller Härte geschlossen werden, mit übrigens auch unhaltbaren Zuständen. Mittlerweile werden Flüchtlinge in die algerische Wüste getrieben. Das alles wird kaschiert, es wird der Eindruck erweckt, als würden wir uns weiter in einem Zustand absoluter Offenheit befinden. Damit, und das ist der springende Punkt, die Angst in der Bevölkerung ein Stück weit auch geschürt wird und der Eindruck erweckt wird, als würde die CSU letztlich die finale Anforderung der AfD erfordern. Erstens nationale Schließung der Grenzen und das möglicherweise, und ich glaube, das war zeitweilig in der Tat die Devise der CSU, das möglicherweise auch bei Erfüllung der eigentlichen Botschaft der AfD, Merkel muss weg. Die CSU hat den Glauben gehabt, wir müssen, und hat sich in einer Form der Radikalisierung in den ganzen letzten Wochen gezeigt, wir müssen die Formel der AfD regelrecht aufnehmen und übernehmen. Das fing an mit dem Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Eine Woche nachdem die Koalition geschlossen wurde, hat Seehofer bereits da in einem Akt ungeheuren Verstoßes eigentlich also gegen die richtige Kompetenz. Ne? Kein das ist alles Zufall. Kein Zufall. Ganz kalkuliert. Es war die Maxime, wir müssen die Forderungen der AfD übernehmen, um auf diese Weise, das, was Herr Seehofer auch ganz klar gesagt hat, Markus Söder absolut genauso, wir müssen die rechte Flanke schließen. Das ist die Maxime der CSU. Sie hat dazu aber nie irgendwie Erfolg gehabt mit der Maxime. Im Gegenteil, die AfD steht wie betoniert bei über 10% das in Bayern. Original. Und jetzt scheint mir die letzte Devise zu sein, vor wenigen Tagen noch im Raum, wir müssen es maximal versuchen und wenn es soweit geht, dass wir die AfD-Forderung erfüllen, Merkel muss weg, dann haben wir geleistet, wir haben damit rückwirkend ja, in einem Akt fast des nachholenden Widerstands zu einer völligen Unzeit, groteskerweise, weil die Situation bereits in hohem eblichem Maße befriedigt, wir haben die Kanzlerin beseitigt. Und jetzt kommt die eigentliche Ironie. Plötzlich erlebt die CSU, Sie haben es beschrieben, dass diese absolute, und man muss sich das schon mal vorstellen, in einem Land, das über 70 Jahre von dieser Fraktionsgemeinschaft gelebt hat, als dem Stabilitätsanker in der Bundesrepublik, aber auch damit in Europa. Die CDU-CSU war mit Adenauer, Kohl in der bis zu Merkel eigentlich die europäische Konstante. Mehr Europa geht nicht. Mehr Europa geht nicht. Und wir haben es in gewisser Weise auch jetzt verkörpert durch Angela Merkel immer noch. Diese Ruchlosigkeit aufgrund einseitigen, alleinigen bayerischen Proporzes
fällt gegenwärtig der CSU mit einer Brachialität auf die Füße, weil selbst die bayerische Bevölkerung sagt, dann haben wir lieber Frau Merkel weiter als Herrn Söder. Mhm. Und man hört seit Tagen von demjenigen, der bis vor einer Woche noch ins jedes Horn gestoßen hat, von Herrn Söder hört man nichts mehr. Ist verdächtig ruhig geworden. Der ist regelrecht von der Bildfläche verschwunden. Und das zeigt, dass wir jetzt, wir sind am entscheidenden Punkt, ich will das nur zu Ende bringen, wir sind am entscheidenden Punkt. Am Wochenende werden wir erleben, am Sonntag sitzen dann die verschiedenen Fraktionen und Parteien zusammen. Dann wird der große Stab gebrochen über Angela Merkel nach dem EU-Gipfel. Und die Frage wird sein, hat die CSU wirklich den großen Mut, diesmal als Tiger gesprungen zu sein, zu sagen, Kanzlerin, das war's? Oder landet sie wieder als Bettvorleger, weil sie in der Tat sagt, das trauen wir uns nicht zu, weil wir, und das ist die eigentliche Ironie, und vor allem Herr Söder, wir werden der eigentliche Verlierer sein. In diesem vermeintlichen Endspiel um die Glaubwürdigkeit, das Herr Söder ausgerufen hat. Wir kommen jetzt mal von, ich sag mal, von der Hooligan-Perspektive wieder ein bisschen zurück zum Recht. Meine Damen und Herren, Dreh, Angel und auch Streitpunkt im Konflikt zwischen Merkel und Seehofer, aber auch in Europa, Mittelmeer, Anrainerstaaten, ist das sogenannte Dublin-Verfahren von 1990. Mit dem Dublin-Abkommen regelt Europa die Aufnahme von Flüchtlingen. So soll sichergestellt werden, dass der Antrag auf Asyl innerhalb der EU nur einmal geprüft werden muss. In der Regel soll ein Flüchtling in dem Land um Asyl bitten, in dem er den EU-Raum erstmals betreten hat. Die meisten gelangen derzeit über die Mittelmeerroute nach Europa und kommen in Italien oder Griechenland an. Beide Länder fühlen sich mit den vielen Hilfesuchenden überfordert und alleingelassen. Viele Flüchtlinge wollen aber weiterziehen, versuchen nach Norden zu gelangen, weil sie sich dort bessere Chancen erhoffen. Doch einige Länder drohen jetzt, die Flüchtlinge wieder zurückzuschicken. Das findet Italien nicht fair und fordert eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge. Dabei ist es Deutschland, das bislang die meisten Schutzbedürftigen aufgenommen hat. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk sind es bis Ende 2017 1,4 Millionen Menschen. Ist die Dublin-Verordnung am Ende? Einmal zur Statistik. In Nordrhein-Westfalen, einem von 16 deutschen Bundesländern, leben mehr Flüchtlinge als in ganz Italien. Nur das mal, also, weil man hat immer den Eindruck, Italien ist eigentlich nichts anderes als ein großes Flüchtlingslager. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, Deutschland zum Beispiel, das bekanntlich keine Grenze zum Mittelmeer hat, ist mit dem Dublin-Abkommen natürlich gut bedient. Italien wiederum, wie viel 1000 Kilometer Küstenlinie? 3000 ist eine Einladung für alle, die aus Nordafrika kommen. Insofern, Dublin muss weg. Das ist, was die neue Regierung sagt. Also Dublin darf nicht reformiert werden. Und vielleicht eine kurze Anmerkung. Am Anfang haben Sie gesagt, also Deutschland hat natürlich mehr Flüchtlinge aufgenommen, sehr klar. Das Problem ist mindestens subjektiv für Italien und ich glaube auch für die politische Klasse, ist, dass Deutschland hat das Problem der Flüchtlinge erst im 2015 entdeckt. Mhm. Das haben wir schon länger, also schon früher. Und am Anfang hat sich keiner geschert, inklusive also Deutschland an erster Stelle. Das Problem ist für die Regierung in Deutschland und für die breite Masse der Deutschen bewusst geworden, erst August, September 2015 und natürlich dann das Jahr 2016. Italien hat die ersten Jahre, glaube ich, ist das Land nur beschimpft worden wegen Durchwinken. Ne? Wir erinnern uns, was auch stimmte übrigens. Und jetzt ist die subjektive Perzeption des Landes natürlich mit einer Regierung, die durchaus konservativer ist, also eine ganz andere Einstellung zu dieser Problematik, aber sowieso zu Europa und zu der Kanzlerin, die sagen, jetzt haben wir es genug. Jetzt haben wir genug. Wir haben genug getan. Wir sind gescholten worden und es kommen wieder. Auch wenn in der Tat es ist wahr. Auch bei uns ist die Zahl stark reduziert worden. Mhm. In Deutschland übrigens auch. Und übrigens Deutschland gerade heute. Die Süddeutsche hat einen Artikel veröffentlicht, wonach eigentlich dieses ganze Gerede der Abschiebungen dann, die erst im Juli Seehofer einladen würde, die laufen schon. Mhm. Also die ersten 5 Monate dieses Jahres sind von Deutschland meistens nach Italien, ein Drittel davon, über 4000 Flüchtlinge zurückgeschickt worden. Also ein innereuropäisches
ja, also praktisch zurück. Nur die südliche Flanke. Ja, also ja, ein Drittel davon sind nach Italien. Ich will nur damit sagen, dass ich glaube, in der breiten Perzeption der Italiener ist schon ein bisschen sozusagen das Opfergefühl. Ja? Mhm. Also man hat uns nicht richtig behandelt. Mhm. Und jetzt vielleicht alles auf einmal haut man auf den Tisch. Mhm. Natürlich, das ist nicht die richtige Sprache. Definitiv nicht die richtige in Europa. Aber so ist es halt. Mhm. Es ist eine gewählte Regierung. Dublin nicht. Also zurück zu Ihrer Frage. Der neue italienische Premierminister hat einen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Der wird auch in Brüssel vorstellen. Also an erster Stelle Dublin weg. Mhm. Am Anfang, als er hier in Berlin war, sagte er auch, wir mögen keine bilaterale Abkommen. Wir möchten eine europäische Lösung. Was ein Merkel um Ausweg sein sollte. Klar, weil sie versuchen natürlich zwischen zwei Gefahren. Und das wichtigste Prinzip ist, die italienische Grenze ist europäische Grenze. Mhm. Das heißt, es muss eine europäische Lösung gefunden werden. Das heißt, also Sie wissen ja die ganzen Vorschläge auf den Tisch, also Frontex stärken, Ankercenter oder Schutzcenter oder Hotspots, wie man sie benennen will. Zuerst hieß es in Libyen. Libyen hat Salvini gesagt, auf keinen Fall. Wir wollen keine Hotspots bei uns. Jetzt ist die Rede aus italienischer Seite, dass sie in die Außengrenze Libyen aufgebaut werden sollten. Und was noch? Viel mehr Gelder natürlich, also Kooperation, Investitionen in den jeweiligen Ländern und Kooperationsabkommen mit den beteiligten Ländern. Also nicht unter Europäern, sondern in Afrika. Da kommen wir gleich noch zu. Alan Posner, ist Dublin erledigt? Ja, also würde man Dublin gerecht betrachten, müsste man sagen, eigentlich ist alles in Dublin drin, was die Italiener zum Beispiel wollen. Es ist ja möglich nach dem Dublin-Vertrag, dass die Ankommenden nicht zuerst in Griechenland und Italien registriert werden, sondern in einem Land, das sozusagen in diese Rechtstitel eintritt. Das hat Deutschland faktisch 2015 gemacht, als Herr Orban angerufen hat bei Frau Merkel und gesagt hat, ich habe hier den Bahnhof voller Flüchtlinge, ich will sie nicht haben. Nimmst du sie? Und sie gesagt hat, ja. Das war Orban wäre laut Dublin verpflichtet oder hätte zumindest die Möglichkeit gehabt, einige dieser Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, ja, er hat gesagt, wie viele osteuropäische Staaten, kein einziger. Ja, damit ist Dublin ja eigentlich schon erledigt, wenn man sich nicht dran hält. Nicht wirklich, weil, wie gesagt, man könnte ja Dublin, also in dem Dublin-Abkommen sind ja Möglichkeiten, beispielsweise Griechenland, beispielsweise Italien, beispielsweise Spanien zu entlassen. Und genauso hat Deutschland gehandelt die letzten 3 Jahre. Aber ich wäre natürlich dafür, diesen Teil des Vertrags auszubauen. Es bleibt eigentlich dabei, aber wenn Europa überhaupt ein Projekt noch ist, dann ist es ein Projekt nicht mehr der Binnenreform, sondern der Außengrenzen. Und dazu gehört eine gemeinsame Asylpolitik. Und ich glaube, da müssten alle Interesse dran haben. Auch übrigens die Osteuropäer. Oder? Ja, natürlich, und das ist auch der gemeinsame und kleinste Nenner. Man muss das ja so beschreiben. Es gibt eine, und das ist jetzt quasi schon im Vorgriff, ich habe es gesagt, auf die EU-Ratspräsidentschaft von Sebastian Kurz. Denn der Gipfel findet unmittelbar vor dieser Ratspräsidentschaft statt. Also alle diese Ergebnisse werden bereits im Lichte des Antritts der Österreicher am 1. Juli getroffen. Diese Devise, und das ist der kleinste gemeinsame Nenner, ist ganz klar, wir schotten Europa ab. Wir machen es dicht. Die große Frage wird nur sein, wie humanitär bleibt man an den Außengrenzen? Das ist die eigentlich springende Frage. Und da ist das natürlich zunächst einmal auch ein deutscher Offenbarungseid. Wir dürfen ja eines nicht verkennen. Sebastian Posner hat es genau gesagt, dass Alan Posner und Sebastian Kurz, Entschuldigung, sie werden häufig verwechselt, aber nicht in dieser Sendung. Das ist, Entschuldigung, man spricht von dem einen wichtigen Akteur zum nächsten. So, Alan Posner hat gesagt, Deutschland ist in der Tat in einer Sondersituation, in eine Rolle eingetreten, Dublin quasi außer Kraft zu setzen. Und das hat natürlich
das dürfen wir nicht verkennen, eine enorme Sogwirkung ausgelöst. Den Buhmann-Faktor, den Deutschland gegenwärtig hat, resultiert natürlich nur aus der dieser Sondersitzung. Der ehemalige Musterschüler, nicht? Der Musterschüler resultiert angeblich aus der Tatsache von 2015, wo ja nicht nur eine Ausnahmelage für eine gewisse Zeit geschaffen wurde, sondern sie dauerhaft angehalten wurde. Das werfen natürlich alle Europäer mit einem gewissen Recht Deutschland zu. Deutschland hat erst die Sogwirkung, zum Teil jedenfalls, in Kraft gesetzt. Jedenfalls hat Deutschland, das werden wir schon ehrlicherweise, wird auch die Kanzlerin, glaube ich, mittlerweile sagen, mit den Bildern den Sog, Deutschland nimmt euch auf, übrigens für alle Schlepper im Ausland auch, hat den Sog nicht verringert, sondern im Gegenteil, sie hat ihn erhöht. Diese Tatsache, dass wir einen Wunsch bei vielen Migranten ausgelöst haben, in Deutschland werdet ihr aufgenommen, ist ja regelrecht im Munde vieler Migranten gehört worden. Dieses Dilemma führt natürlich jetzt dazu, dass die Abwehrhaltung bei vielen existiert, die sagen, so, jetzt ist der Sog ausgelöst worden, jetzt wollen wir ihn nicht wieder reduzieren. Und trotzdem, man kann hinter dieses Dublin-Abkommen sicherlich mit guten Vereinbarungen wieder in Kraft setzen, aber der springende Punkt wird dann darin bestehen, das wird natürlich nur gelingen, wenn mit aller Härte diese Grenzen dicht gemacht werden. Und das ist das, worauf sich jetzt alle verständigen. Es bleibt bloß die, finde ich, entscheidende Frage. Und das ist, glaube ich, immer noch der Unterschied. Wie humanitär geht es dabei zu? Was sind wir bereit? Gibt es humanitäre Mauern? Die Frage wird sein, die entscheidende, wie trägt man dafür Sorge, dass nicht in Libyen die Menschen momentan in Lagern aufgenommen werden, die mit Menschlichkeit nichts zu tun haben. Ja. Wir alle wissen, wie Frauen in diesen Lagern behandelt werden. Ja. Das ist, Vergewaltigung ist an der Regel, das sind fast sklavenhalterartige Zuständige. Das heißt, Europa wird eine gewaltige Leistung aufbringen müssen, nicht nach der alten Devise aus den Augen, aus dem Sinn zu handeln, sondern zu gucken, was passiert in diesen Lagern, wenn wir sie wirklich als... Aber lassen Sie uns noch einmal nach innen gucken, Frau Bussotti, wenn die Bayern entscheiden, wir weisen zurück. Die Österreicher sagen, wir nehmen sie aber nicht. Wie soll das de facto aussehen? Auf dem nicht existierenden Grenzstreifen zwischen Bayern und Österreich entsteht dann ein spontanes Ankerzentrum? Also, die Italiener haben gesagt, wir wollen Kurz hat gesagt, wenn Bayern das tut, also dass die Grenze dicht wird, dann werden wir das auch tun und es wird ein Dominoeffekt sein. Es gibt diesen Rückstau. Also, wir können keine Grenze machen, weil da kann man keine Mauer rund um Italien. Also ja, auf der Debatte steht, von der Rechtsaußen, also von der rechten Partei Fratelli d'Italia, die in der Koalition der Mitte rechts mit Berlusconi und Salvini auch ist, die schlägt seit vielen, vielen Tagen eine Seeblockade. Das als letztes... Ein bisschen nach Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, aber klar, aber das wäre so, das steht auf der Debatte. Keiner hat in der Regierung die Idee aufgegriffen. Sie sitzt nicht in der Regierung, diese Partei. Aber das wäre vielleicht die Ultima Ratio, wenn alle die Grenze dicht machen. Wir können die Grenze gar nicht dicht machen. Ja, aber im Moment erleben wir das Drama mit dem Schiff voller Flüchtlinge, wollte in Italien anlanden. Gut, das ist, ist es vielleicht gut, dass wir darüber sprechen. Also was Salvini jetzt sagt, ist, Seerecht gilt natürlich, also Rettung, Maßnahmen, das muss geholfen werden. Was nicht mehr geht, und das hat er schon angekündigt, und das ist das Problem, warum der Kapitän dieses Schiffes jetzt in Malta sitzt oder verhört wird. Er sagte, also ONG-Schiffe, die dürfen nicht eigenwillig einfach in die italienische Häfen einfach ankern. Also die brauchen eine Erlaubnis. Militärische oder Fracht und so, das ist eine andere Geschichte. Das ist, glaube ich, von Seerecht abgedeckt. Und das ist genau der Fall. Das heißt, dieser Frachtschiff durfte nach Italien. Also es war ein Mix. Ja, es war Frachtschiff und genau. Also und die anderen nicht. Die anderen sind, wie wir wissen, das eine Schiff nach Sevilla oder nach Spanien und das andere nach Malta. Also das ist der Punkt, was Salvini jetzt also als heilig hochhält. Alan Posner, ein Wort zu den Seenotrettern. Das sind ganz häufig gute Menschen, das muss man sagen, ziehen andere Menschen aus dem Wasser. Wie viel Inszenierung ist jetzt dabei, dass man sich als Schiff mit Flüchtlingen abweisen lässt? Böse Menschen behaupten, das sorgt auch für Spendengelder. Ne? Also es gibt ja auch da eine Art von Aufmerksamkeitsindustrie. Es ist immer so schwer zu sagen, wer nimmt wen als Geisel? Geht es wirklich um Humanität oder gibt es eine politische Agenda? Wie stehen Sie dazu? Ja, grundsätzlich, ich bin auch gespalten, weil ich das Gefühl habe, wenn ich
ein Schlepper wäre, dann setze ich eben Leute in Libyen auf irgendwelche Gummiflöße und so weiter, die total seeuntüchtig sind, und ich sage, ihr müsst ja nicht bis Lampedusa kommen, ihr müsst ja nur außerhalb der 5-Meilen-Zone oder 50-Meilen-Zone kommen, und dann sind da schon die Retter. Die warten da schon. Die warten, ja. Und das ist ja auch wahr. Das Problem ist natürlich, dass es gibt nicht genug Retter, dann gehen die Leute unter und sterben. Aber das ist im Kalkül der Schlepper ja mit drin, weil die haben ja vorher kassiert. Insofern gibt es natürlich schon das, was man einen Pull-Faktor nennt, wenn diese Leute da, stehen. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht unterstellen, dass die das aus bösen Absichten tun. Ja, und manchmal ist ja gut gemeint, das Gegenteil von gut. Also, aber wir verlagern natürlich das Problem. Der Grund, warum Frau Merkel damals 2015 gesagt hat, wir können die Leute nicht an der Grenze abweisen, ist, sie dachte, wenn jetzt tausende Leute kommen an der deutschen Grenze und deutsche Grenzschützer müssen auf die einprügeln, mit Wasser werfen, mit Tränengas, das hält das deutsche Publikum einen Tag aus, zwei Tage, drei Tage nicht. Jetzt im Mittelmeer, wenn so etwas von den Italienern wirklich gemacht wurde, weiß ich auch nicht. Es sind weniger Kameras. Es sind weniger Kameras. Muss man zynischerweise feststellen. Aber wir haben ja schon jetzt ein Problem, ne, mit diesen beiden Schiffen, mit der Lifeline und davor mit dem Aquarius. Da war schon, das war schon schwierig für das deutsche Publikum zu sehen. Und deshalb ist, glaube ich, der Wunsch der Kanzlerin, niemand guckt beispielsweise in die Türkei, was dort mit den Flüchtlingen passiert, möglichst weit weg. Und da ist sie natürlich mit allen europäischen Regierungschefs einer Meinung. Immerhin dort gibt es eine europäische Gemeinigkeit. Schon länger bemüht sich also ganz Europa darum, Flüchtlinge von den Küsten fernzuhalten. Eben fiel schon der Begriff der Seeblockade. Vergleichsweise gut gelang dagegen das EU-Türkei-Abkommen. Die Türkei hat bislang über 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das Land leistet den größten Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingsströme seit 2015. Nisip, das Vorzeigelager im Süden der Türkei, beherbergt schätzungsweise 16.000 Menschen. Ähnlich wie hier könnten auch in Libyen oder Nordafrika Lager entstehen. Der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist ein Tauschgeschäft. Mit den Milliarden der EU soll die Lebenssituation der Flüchtlinge verbessert werden. Die Türkei verstärkt den Grenzschutz und verhindert dadurch, dass die Flüchtlinge mit Schleppern auf griechische Inseln gelangen. Wer es dennoch bis dahin schafft und kein Recht auf Asyl hat, wird von der Türkei zurückgenommen. Im Gegenzug nimmt Europa der Türkei syrische Flüchtlinge in gleicher Zahl ab. Taugt der EU-Türkei-Deal als Vorbild für weitere Abkommen, um den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa zu stoppen? Die Frage gebe ich gleich mal weiter, Albrecht von Lucke. Ich meine, der Preis ist hoch. Man muss mit jemandem wie Herrn Erdogan, der jetzt nicht alle Kriterien des lupenreinen Demokraten erfüllt, immer nett sein. Die Kanzlerin war diese Woche, vergangene Woche, in Jordanien. Man hatte den Eindruck, sie brachte 100 Millionen Dollar mit. Da wird schon das nächste Anker, Hotspot, wie auch immer, Zentrum vorbereitet. Ja, in der Tat. Und es sind ja diverse afrikanische Staaten im Gespräch. Und man muss jetzt im Vergleich zu Erdogan sogar sagen, so sehr uns die Entwicklung in der Türkei Sorgen macht und wir nicht mehr von einer Demokratie reinster Art sprechen können, gelinde gesagt, so sehr ist natürlich die Türkei noch ein geordneter Staat. Wenn wir uns die Deals in Anführungszeichen mit einem Staat wie Libyen, der schon lange kein Staat mehr im eigenen Sinne ist, sondern ein Failed State, in dem Clans, in den mafiotische Strukturen, Schlepper, das bestimmt Schlepperbanden, Organhändler, da ist dann letztlich die Vorstellung, dass man dort eine solche Abnahmepraxis tätigt, fast schon abenteuerlich. Das heißt, wir merken, so sehr das ein Vorbild sein wird, ich bin ganz sicher, dass man es machen wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja damit doch immerhin noch eine geregelte Einwanderung ermöglicht. Es ist ja der Zweck der Übung der, die Menschen sollen veranlasst werden, in Afrika direkt die Zentren anzulaufen, aufzusuchen, damit sie anschließend eine Chance haben, auf dem geregelten Weg herüberzukommen, derweil die anderen, die ungeregelt kommen, wieder zurückgehen. Das ist die Vorstellung. Aber sie ist natürlich nur denkbar, wenn ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird. Und da habe ich in weiten Teilen Afrikas die allergrößten Zweifel. Gucken wir uns an, was Algerien gegenwärtig macht. Algerien treibt seine Flüchtlinge regelrecht in die Wüste zurück. Das heißt, die große Frage ist wirklich, die wir gegenwärtig erleben, wird Europa diese Prüfung auf seine Humanität bestehen?
Oder halt ist die Devise eines Tages, wir halten uns dieses Jahrhundertproblem, Flüchtlinge. Und das muss man sich schon bewusst machen. Es bleibt ja aus Afrika ein Jahrhundertproblem, weil es eine gewaltige Zahl von Flüchtlingen geben wird, die wir auch weiter übrigens in Gang setzen, weil unsere allein klimatischen Veränderungen durch den kapitalistischen Wirtschaftsmodus, den wir alle unser eigen nennen, dort immer mehr Menschen in die Flucht schlägt. Diese Frage wird ein Stück weit dazu führen, dass wir uns, glaube ich, eher der Devise anheischig machen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich sehe da nicht, Herr Posener sprach es an, die allzu große Sensibilität. Wir haben zwar immer noch ein Empfinden, dass wir es nicht wollen, dass Menschen, die sich auf Seenot erst befinden, dann nicht doch gerettet werden. Das ist ein so tief sitzendes menschliches Gefühl. Deswegen ist es auch völlig richtig, Sie sagten es ja auch, in diesem tragischen Dilemma zu sagen, man muss diese Menschen retten. Wenn wir sie uns aber fernhalten, in Afrika oder in Lagern in der Türkei, dann glaube ich, ist die Bereitschaft, irgendwann nicht mehr hinzugucken, sehr, sehr gering geworden. Ist das nicht ein bisschen naiv, Frau Busotti, zu sagen, ach komm, die nordafrikanischen Länder kriegen jetzt ordentlich Geld aus Europa, dann halten wir uns die Flüchtlinge vom Hals. Auf der anderen Seite wird man doch auch sehr erpressbar. Das heißt immer wieder, wenn Herr Erdogan mal schlechte Laune hat, ja, dann werden die Flüchtlinge wieder durchgewunken. Also was Libyen angeht, also Salvini hat es gerade in diesem Tag, der war auf Besuch dort, der hat sofort eine Absage bekommen, weil ursprünglich war die Idee, diese Center, also diese Hotspots in Libyen aufzubauen. Ist das eine Frage des Geldes? Vielleicht hätte er mehr auch, oder vielleicht also kann man, ich weiß nicht, ob das umstimmen kann. Aber die Idee, wie ich das gelesen habe, ist einfach, wenn Europa sich einigt, solche Zentren in Afrika, sei es in Niger, in Mali oder was auch immer, wer sich bereit erklärt, Geld entgegenzukommen. Die Idee wäre, die müssten europäische Menschenrechtenstandards haben. Das heißt, dafür sollte entweder die Blauhelm oder die UNO oder Frontex verstärkt, wie man eben sagt. Also nicht, dass man einfach sozusagen die Grenzen schließt und keine Kameras und die Leute können einfach gefoltert oder versklavt werden. Das wäre die Idee. Also, dass man das Problem sehr wohl in dem Kontinent Afrika verschiebt oder dort bleibt das Problem, aber unter sozusagen westlicher Beobachtung. Und auch die Idee dahinter ist, wenn man das realisiert, durchführt, dann würde man einfach den Schlepperband, also das Business der Schlepperbanden einfach bekämpfen. Dessen Entstehen und Wachsen wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gefördert haben, das muss man auch mal nach sagen. Europa zu kommen, die würden mit Flugzeug kommen oder Schiffe, normale Schiffe. Alan Posener, wir haben vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, als ein gewisser Donald Trump sagte, er möchte eine Mauer zu Mexiko errichten, haben wir alle ganz, haben wir gelacht und haben gesagt, das geht ja gar nicht. So weit weg ist diese Lösung jetzt auch nicht, oder? Nein, ist sie nicht. Und das Interessante ist, dass bei Donald Trump war ja auch das Absurde, dass die Mauer gebaut wird zu einem Zeitpunkt, da eigentlich die Bevölkerungsbewegung umgekehrt ist. Viele Mexikaner gingen ja zurück in ihr Land. Ich weiß nicht, wie der jetzige Zustand ist. Wahrscheinlich kommen sie, weil sie da sein wollen, bevor die Mauer hochgeht, wenn sie hochgeht. Aber es stimmt, natürlich haben wir uns da eine gewisse Hochnäsigkeit erlaubt. Und jetzt sind wir dabei zu überlegen, dass wir dieses Mittelmeer als Mauer benutzen und die Leute davor halten, wie wir es gerade gehört haben. Wie realistisch ist diese Lösung? Wir kaufen uns mit viel Geld, ich sag mal, Flüchtlingsabwehrstationen in Nordafrika. Halten Sie das für realistisch? Also, politisch durchsetzbar? Erstens, beispielsweise lange vor dem Türkei-Deal hat Spanien bilateral mit afrikanischen Staaten ähnliche Abkommen gemacht, damit die Leute nicht auf den Kanaren. Es war früher der Fluchtweg aus Afrika von den Anrainerstaaten des Atlantiks rüber zu den Kanaren. Das ist ja nicht gefährlicher als über das Mittelmeer. Und das hat geklappt. Das klappt seit über 10 Jahren. Und es war übrigens mit Blick darauf ein sozialdemokratischer Innenminister, Herr Schily, Otto Schily, der zur Zeit der rot-grünen Regierung zuerst die Idee von Lagern in Nordafrika. Wir haben alle gelacht und haben gesagt, geht überhaupt nicht. Ja, und die CDU, Herr Schäuble, hat gesagt, das ist mit christlichen Werten überhaupt nicht vereinbar. Jetzt wäre die CDU froh, wenn es klappen würde. Flexible Ethik. Es ist eine flexible Ethik. Vor allen Dingen muss uns klar sein, diese Lager, wir können sie nicht den Libyern überlassen oder den Algeriern oder den Marokkanern. Die werden mit europäischem Personal bestückt werden müssen, sie mit europäischen Soldaten geschützt werden. Und das wird nicht einfach, das wird viel kosten, es wird vielleicht auch Menschenleben kosten.
Und es wird keine schönen Bilder geben in diesen Lagern, wenn die Leute meutern und so weiter und dann europäische Truppen auf sie eindreschen. Ob wir das durchhalten, werden wir sehen. Ob wir überhaupt bereit sind, das zu tun, was minimal nötig ist, damit solche Lager überhaupt funktionieren. So, wir haben jetzt in etwa die Debatte wiederholt, die in den beiden christdemokratischen Fraktionen womöglich geführt werden an diesem Wochenende. Frau Bussotti, was ist Ihre Prognose? Wird Frau Merkel die bayerische Attacke überleben? Ist sie noch unsere Kanzlerin nächste Woche? Ich glaube, wenn ich eine Wette eingehen sollte, da würde ich wetten, sie kriegt die Kurve noch einmal. Mhm. Aber es ist, also sie ist schon gebeutelt. Also sie kommt nicht sehr gesund raus. Ja. Albrecht von Lucke, was muss Angela Merkel liefern, um, ich sag mal, zumindest die Hälfte der Legislaturperiode zu überstehen? Die Hälfte der Legislaturperiode ist eine lange Zeit. Die Grundfrage ist... Das erste Jahr haben wir schon fast rum. Wenn man sich überlegt, wie vergiftet die Stimmung zwischen CDU und CSU ist, ist selbst die Frage, und das ist die kleine Differenz, die ich aufmachen würde, ob es überhaupt eine Attacke der CSU geben wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Angela Merkel ist in Söders und Seehofers Hand, ganz einfach gesagt. Weil sie wird das, was jetzt eigentlich angefragt ist, eine wirkungsgleiche Entscheidung auf europäischer Ebene, wirkungsgleich zu den nationalen Maßnahmen, wird sie nicht erzielen können. Glauben Sie nicht, sie hat noch einen Trumpf im Ärmel in Jordanien? Herr Salvini hat doch bereits gesagt, es hätte ja ein Abkommen mit Salvini geben müssen. Herr Tsipras beispielsweise in Griechenland, er wird sehr viel konzilianter sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, denn Tsipras hat ein großes Interesse, das hat er sofort signalisiert, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt, weil er sich mit ihr sehr gut arrangiert, auch auf einer eher multilateralen europäischen Lösung. Er wird dafür sorgen, dass Griechenland ihr entgegenkommt. Italien, dass er sichtlich auch ein bilaterales Abkommen schaffen müsste, um gewissermaßen die Ermöglichung der Rückführung in die Wege zu setzen, ist dazu nicht willens. Das heißt, sie kann gar nicht das leisten, was eigentlich das Wirkungsgleiche von der CSU verlangt ist. Die entscheidende Frage ist nur, wird Seehofer anschließend wirklich attackieren? Oder wird er sich, und das nehme ich in der Tat an, aus Angst vor der eigenen Courage, vor allem eines Markus Söder, der sagt, wenn ich Frau Merkel final attackiere, bin ich die längste Zeit der mögliche Kandidat für eine absolute Mehrheit in Bayern geworden. Ich habe momentan den Eindruck, die Angst der Bayern vor der eigenen Courage wird dazu führen, dass sie Merkel nicht final attackieren. Und die Hasenfuß-Theorie von Alan Posener. Da stimme ich ihm absolut zu. Es wird einen irgendwie gearteten Kompromiss dann doch geben, mit dem aber beide Seiten, und das ist das Interessante, einen gewaltigen Gesichtsverlust erlitten haben. Mhm. Die AfD wird vom Tage an sofort die CSU in die Mangel nehmen und sagen, ihr seid wieder nicht gesprungen, ihr seid Bettvorleger, wir sind diejenigen, die die Position und hochhalten da gehen müssen. Dann die Merkel Prozente nach oben. Massiv angeschlagen. Wir gehen noch einmal kurz zu Alan Posener. Wir haben das wesentliche Thema überhaupt noch nicht angesprochen, deswegen gebührt Ihnen das große Schlusswort, das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Ja, eine nationale Katastrophe. Ja. Ist das für Angela Merkel womöglich von Nachteil, weil sich die Kameras jetzt wieder komplett weg von Jogi Löw auf sie richten? Ehrlich gesagt, das ist ein Beispiel für Elitenversagen. Das sind Elitefußballer, die versagen. Wir haben die Manager, die versagen. Ja, die Fußballer schlenzen rum, ja, auf dem Platz und glauben, dass sie irgendwie einen Anspruch haben, dann zu gewinnen. Deutsche Manager, statt gute Autos zu produzieren, bauen Schummelsoftware rein. Mhm. Deutsche Politiker, statt zu regieren, machen eine vollkommen idiotische Regierungskrise draus. Niemand, ich habe es vorhin gesagt, niemand will regieren. Ja? Wir haben in Deutschland tatsächlich eine Elitenkrise. Und das ist das Problem, die AfD sagt das auch. Ja? Die Lösung, die sie anbieten, sind... Und wir erst recht nicht. Wir machen es sowieso nicht. Deswegen ist das auch keine Lösung. Ja, ja. Aber irgendwo... Vielleicht ist das so ein Punkt, wo man sagt, ja, Deutschland, so wie sich die Mannschaft aufführt, so führt sich leider das Land an. Meine Damen und Herren, Elitenversagen ist ein Problem im Land, aber nicht bei Quadriga. Wir machen ja einfach weiter auf höchstem Niveau.